Hey Leute, was geht ab? Crazy is back mit einem neuen Video im Gepäck. Oh nein, so nicht du schaut schon es wieder. Aus. Ja, willkommen zurück zu Dark Souls 3 DLC Ashes of Ariandel. This is fucking awesome. Ja, das hier ist natürlich Leonidas und ich bin euer Crazy Memphis. Call me Big Papa. Yeah, so schaut es aus. Ja, in dem ersten Part von dem DLC bin ich schon ziemlich maßgenommen worden, muss ich sagen. Wir haben natürlich wieder alles überlebt. Knapp, muss ich auch sagen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir jetzt hier noch nicht weitergehen, sondern nochmal ein Stück zurück, da wo die ganzen Bäume waren, weil da war ja eigentlich auch noch ein Weg, bin ich der Meinung. Und ich möchte ja erstmal so ein bisschen, oder ich sag mal relativ alles abgrasen, so gut wie es geht. Deswegen schauen wir uns erstmal mal da oben um. Bei den Bäumchens, you know what I mean? Ich guck nochmal kurz so, da ist nichts mehr. Okay, so. Und dann wollen wir nochmal schauen, was da vielleicht so ist. Und ja, wenn es da dann wieder zu hakelig wird, dann gehen wir hier unten weiter. Okay. Ja, also mir fällt auf, ich muss definitiv noch ein bisschen leveln für dieses DLC. That's right. Also teilweise. Und vor allem habe ich auch Bock, gerade weil jetzt das DLC draußen ist, kann ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr leveln. Oh Gott, Bäume. Kann ich jetzt auch wieder ein bisschen leveln. Okay. Aber du. Auch nicht. What? Au, 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 what the fuck? The Freshmaker. Wow, lucky time für mich, würde ich sagen. Ich glaube, der wollte mich gerade packen oder sowas. Oh, hello. Next one, please. Here we go. Das sind ja auch eklige Viecher, ey. Sehen ein bisschen aus wie Wespen, ne? Finde ich. Oh, menschliches Harz. Ah. Gefrorene Waffe. Okay. Neuer Spell. Ach, was mache ich denn hier? Doch, nee, war ja richtig. Neuer Spell, gefrorene Waffe, verleiht der Waffe in der rechten Hand einen Frosteffekt. Der junge Zauberer Sullivan? Was? Ließ den Zauber zurück, bevor er die gemalte Welt verließ. Verleiht der Waffe bla bla bla. Sullivan wurde in dem Gemälde geboren und aufgezogen. Doch da ihm das Gefühl des Verlusts fremd war, besaß seine kalte Heimat keine große Bedeutung für ihn. Was? Hohepriester Sullivan kommt hier aus der gemalten Welt also? Okay. That's quite interesting. So, gut, dann haben wir hier nichts. Die Bäume waren da noch down. Oh, hier haben wir noch ein Item. Schwarze Feuer. Sieht auch krass aus, ne? Heftig, ey. Hello, du lebst doch noch, oder? No? Okay. Aber du, oder? Ne, die hat auch gefrorene Haare. Ah, okay, dann achte ich da mal drauf. Seht ihr das? Die Bäume, die nicht leben, sind auch wirklich komplett steif. Die Bäume, die am Leben sind, da haben wir die Haare so ein bisschen hin und her gewirbelt, ne? Bin ich der Meinung. Richtig. So. What do we got here? Huh. Ist natürlich auch wieder alles sehr verworren hier. 5000 Millionen Wege gibt's. Okay. Achso, da kommt man dann nur von oben? Wait a minute. Da muss ich dann gleich nochmal hochgehen und mal gucken. Das machen wir, glaube ich, mal am besten jetzt, bevor wir dann wieder in Predulie kommen, ne? Here we go! Das heißt also, da gibt es wieder einen anderen Weg, man da hochzukommen, alright. Oh my god. Oh my god. Okay. Oh, da ist auch noch ein Weg. Nehmen wir doch mal kurz diesen. Scheint auch nur ein schmaler zu sein. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn hier. What? Da komme ich doch dahin, wo ich eben gerade nicht hochkam. Ja, okay. na gut. Hier sind alles normale Bäume.
Oh, da ist ein Loch. Da möchte ich jetzt nicht reinfallen. Könnte nämlich wehtun. Beziehungsweise, wer weiß, was mich da unten erwartet. Moment mal, das kommt mir jetzt... Wait a minute. Die Brücke sieht auch wirklich genauso aus wie, aus Dark Souls 1... Oh, hier ist eine Leiter. Aus Dark Souls 1 die kaputte Brücke, wenn man in die Welt... Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Wie hieß dieses Gemälde von... ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es ja in Dark Souls 1 auch so ein Gemälde. Und man wurde dann quasi vor dieser Brücke gespawnt. Also auf der Seite von dem Gebäude und vor der Brücke. Und die Brücke war damals zerstört, bin ich der Meinung. That's right! Ach, die gemalte Welt von Ariamis. So hieß es früher. Richtig. Genau. So. Right, cool. So, hier haben wir eine Leiter. Da ging es aber auch noch irgendwo lang, ne? Leuchtfeuer! Oh mein Gott, Leute! Leuchtfeuer! Nuts! Das Problem ist, wenn ich mich jetzt wieder dran setze... fuck. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Bevor ich jetzt die Brücke überquere, werden wir erstmal hier runtergehen. Schauen, was uns hier erwartet. Crystal Lizard. Got it. Ja, gut, da hinten ging es runter. Wo, mal gucken, wo es jetzt hier lang geht. Schild raus. Spot an. Ach, guck mal, was hier hängt. Aha. Hey, ihr Schweine. Aha. Okay, got this. Komm, da ist doch noch einer. Beichtstein, okay. Wenn wir hier am Rand des Abgrunds gucken, doch. Da unten geht's doch weiter, oder was? Ja. Ja, da unten ist Licht und ich glaube, ich kann ein Item erhaschen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann wollen wir jetzt nochmal hier runter gucken. Wow, da bin ich auch fast runtergefallen. Gott, hier ist ja voll das kleine Dörfle. Aha. Oh my God. Oh, hello. Bist du alleine? Nope. Natürlich nicht. Dankeschön. Dumme Sau. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier ins Dorf und den Rest da hinten mit diesem großen Turm, beziehungsweise dann auch hier dieses, hier das Gebäude, das machen wir dann, wenn ich hier fertig bin. Oh, okay. Hier komme ich dann gar nicht mehr hoch, oder was? Oh, shit. Oh my God! Der Slide auch aus Dark Souls 1. Von dem Bossfight. Wie geil ist das denn, Leute? Oh Gott. Das DLC gefällt mir bis jetzt schon mal richtig gut. Richtig gut, doch. Oh, da ist ein Item. Mhm. Okay. Ja, da unten geht's definitiv weiter. Hier, guck mal, da... Oh, what the fuck? Das ist doch von Priscilla, der Turm. Der ehemalige, aus dem ersten Teil. Also, sieht jedenfalls danach aus. Okay. Da geht's hoch, da geht's runter. Oh my God. 50 Millionen Wege. Okay, wir schauen erstmal oben. Wait, what? Da ist ein Item. Da ist auch ein Item, aber da komme ich wahrscheinlich nur von oben dran, so wie das aussieht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich natürlich auch wieder nicht hoch, ne? No. Okay, das heißt, wir gucken uns nochmal kurz hier unten um, bevor ich da runter springe.
Weil es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt von hier aus direkt darunter kommen. Dann ist es eigentlich egal. Dann kann ich auch da runter. Ist das hier? Yep. Okay. Gut. Dann gehen wir da hinten runter, wo das Item liegt. Ich bin auch gespannt. Also ich hatte oder habe gehört, in diesem DLC gibt es, ich bin der Meinung, 2 Bosse? Ne? Manche haben natürlich gesagt, nur 2 Bosse, voll Kacke, bla bla bla. Aber ich finde das eigentlich in Ordnung. Ich sag mal, wenn die Area dann noch dementsprechend groß ist, kann man das ja... oder beziehungsweise finde ich das dann eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, alles down. Oh. Jaucheküchlein, okay. Blühende grüne Blüte. Was sind das denn für eklige Viecher, ey? Schnauze. Und. Euch mache ich alle nass. Jawohl, locker. Sehr gut. Schrei mal hier nicht so auf, du. Die gibt's also auch hier wieder, ja? Ah! Fuck off! Okay, der ist down. Die auch. Gott, wie viele hiervon sind, ne? Oh my god! Ja. Na, stirbst du jetzt endlich? Danke. Okay, reicht erstmal. Oh, haben wir noch. Oh, erschreckst du mich nochmal, Alter? Hau ich dir die Flanken aus dem Arsch, oder? Das kann ja nicht wahr sein. Habe ich mir ein bisschen erschrocken. Surprise, okay. Motherfucker. Wow, ich wusste es. Die Viecher sind kaum zu erkennen wegen in diesem komischen Morast hier. Oh. Das hier sieht ein bisschen aus wie Bloodborne. Wie gesagt, ich habe es immer noch leider nie gespielt, aber ich habe natürlich sehr viel davon gesehen. Und da gibt es ja auch diese Area, die ja auch hier bodenmäßig sehr, sehr blutig aussieht. Und dann diese komischen Krabbelviecher kommen mit diesen... What the fuck is that? What the fuck is that? Let's do this. Wow, 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 calm down. Calm down, ich sehe nichts. Ausdauer! Ich habe keine Ausdauer. Oh my god, what the shit? Ich kam nicht ein bisschen weg. Holy shit! Was ist er denn für ein Ninja, Alter? Das war ja voll der Edward mit den Scherenhänden, beziehungsweise Wolverine oder was? Oh mein Gott, jetzt darf ich die Scheiße nochmal machen. Oh, okay. Das hat mich jetzt wirklich fast wie ein Fehler. Angegriffen wie, neben dir, genau. Aber, das heißt, kann ich das mal entwickeln. Sieh da. Ich kann nicht sicher, dass er da mal oder wie, nochmal. So, und dann werde ich jetzt mal das. Ja, klar. Klar. Oh. Du dumme Sau. Ah, schon wieder. Und dann werde ich jetzt mal das Finsterschwert benutzen und die Waffe halt auch aufbuffen. Mal gucken, ob das klappt. Na, nimmst du deine Seelen bitte auf. Dankeschön. Und mit. So, here we go. Volle Energie. Let's dance, motherfucker. Na, guck mal, wie der springt. What the fuck? Trink noch einen schnell. Button Mash for the win. Weg, wieder weg. Ich komm nicht weg. Got it. Oh, okay. Okay. Woo. Große Titanitscherbe. Oh my god. Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Okay, das Tor ist zu. Braucht man wahrscheinlich wieder einen Häbel oder so.
Oh, was ich gerade sehe, hier gibt es Blutungsschaden, ne? Warte, da muss ich nochmal ganz kurz was in meine Hand hier nehmen. Ich hoffe, das reicht. Ja, okay. Weil ich keinen Bock habe, dass ich jetzt irgendwie hier Blutungsschaden bekomme, you know what I mean? Oh, was bist du denn? Ja, wieder so ein kleiner Kriecher. Kommt von da oben was? Nö. Okay. Hallo. Aha. Nice. Oh, hallo. Wie, das war's? Wie, warum bin ich jetzt hier runtergekommen? Ah, da ist noch ein Item. Da ist auch noch eine Leiter. Oh. Nehmen wir die doch so lange. Here we go. Ich habe Angst. Ich will da nicht rein. Okay. Seems safe. Ein bisschen komisch, dass, dass es hier drinnen schneit, aber okay. Ah, jetzt hat der Schnee aufgehört. Okay. Glut. Ist die Geheimwende, sag mal. Bin noch gar nicht getestet, ne? Nö, nicht wirklich. Okay. Oh, da ist wieder so ein Mistvieh drinne. Aha. Aha. Keine Geheimwand. Oh, ich kann den nicht anvisieren. Ist das ein NPC oder was? That's right! Ich kann den nicht anvisieren hier. Nö. Oh, Tatsache, NPC. Oh. Well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Ich, ja gut, jetzt die Frage, was antwortet man hier? Eigentlich bin ich ja Asche, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, komm, ich bin Asche. Oh, oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash. Grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame. And you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Doch, bei den kalten Tagen suche ich doch gerne das wärmende Feuer auf. Doch, ganz gern, ja. Surely you've seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales true. And burn this world away. My lady must see flame. And you have only to show her. Das mache ich doch, wenn ich sie dann auch finde. Oh, please. It must be you. I am so terribly frightened of timidly rotting away. Like those fools on the outside. Oh, please, I am so like... Okay, das war's dann von ihm. Gut, wir sollen irgendeine Alte aufsuchen und ihr mein Feuer zeigen. Alles klar! So, oh, what the fuck? Okay. Oh, hey, Buddy. Du bist wieder Gegner? Jawohl, okay. Da muss man ein bisschen drauf achten, ne? Hello, Buddy. Du bist Gegner? Jawohl. Aber hier ist ja gar nichts. Hm, okay. Oh, wow. So, what do we got here? Oh, ein Leuchtfeuer. Ich fasse es ja nicht. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. So, here we go. Ah, das tut gut. Wir haben 21.000 Seelen. Na, eigentlich noch nicht so viel. Also man kann damit auf jeden Fall noch nicht so wirklich aufsteigen. Malze. So, what do we got here?
Achso, hä? Warte mal, bin ich da nicht hergekommen? Na ja, klar, doch, da war doch der Typ, der mich so platt gemacht hat, ne? Ja, da hängt er doch. Da ist der Sack. Ja. Okay. So, hier sind ganz viele Häuser. Aber alle Türen sind bis jetzt zu. Mal gucken, ob wir mal ein paar aufmachen können, ne? Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen, of course. Surprise, motherfucker. Wow, wow, Alter, du dumme Sau. Alter Schwede. Was mir gerade einfällt, ich möchte nochmal kurz einen Ring wechseln. Und zwar diesen auf, diesen hier. Zack. Dann mache ich nämlich nochmal ein bisschen mehr Schaden, wenn ich volle Energie habe, you know. Mal gucken, ob das ein bisschen hilft. Okay, die Türen gehen leider nicht auf. Mal hier nochmal lang. Surprise, motherfucker! Oh, no! Du schmeißt mich nicht runter, bist du denn irre? So nicht, Alter. So nicht. Okay, wir gehen erstmal in die Butze rein. Hello. Okay. Seems safe. Eine Glut. Oh, das ist gut. Ich hab ne Glut. Ich hab ne Glut. Okay. Okay. Da gibt's wieder zig Wege, ne? Da oben geht's noch lang. Wir gehen jetzt erstmal kurz hier lang. Schauen uns hier nochmal um. Oh, da ist noch ein Item. Da geht's nach oben. Okay. Das ist die Frage, wo komme ich denn hier hin? Just wait a minute. Das ist der gleiche Weg, den ich eben gerade gegangen bin, nur habe ich den hier... Ah ne, hier ist ja das Tor zu gewesen. Genau, das war das. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Wow. Hello. Ah. Mach irgendjemand? Nö. Gut. Simpler Edelstein. Okay. Oh, da hätte ich mir jetzt aber mehr erwartet. Echt mal. Was bist du denn da? Er hängt da erstmal rum. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder zu dem Typen... Obwohl doch, ich muss ja da lang, ne? Oh my god. Oh my god. Ja. 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 Okay, wir machen wieder mit Button Mash. So, let's do this. Come here, motherfucker. Got it! Dumme Sau, diesmal hast du keine Chance gehabt. Ha. Okay, jetzt muss ich natürlich hier wieder den ganzen Weg latschen. Wird gänzlich unschön. So, here we go. Da wird es jetzt aber auch gleich schon wieder Zeit, den Part leider zu beenden. wo war denn das Leuchtfeuer? Das war doch hier, ne? Yep. Okay. Gut, meine lieben Freunde, dann werde ich jetzt hier erstmal den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch wieder ein wenig gefallen, auch wenn es hier so ein bisschen drunter und drüber geht momentan. Und ja, danke euch auf jeden Fall, dass ihr am Start gewesen seid. Ihr seid die Besten und wenn ihr Bock habt, hören wir uns dann zur nächsten Runde. Dark Souls 3 DLC Ashes of Ariandel. Ja, infolgedessen würde ich wie immer sagen, stay crazy, so sieht es aus. Leonidas und ich sind wieder raus.